pechschwarz. Das wird so nichts. Du bist ans Eigelb. Aber weißt du, was das ist? Das schwarze ist nur Tee. Mach mal die Kamera weg. So, konnichiwa, meine lieben Shababs und Bernards, herzlich willkommen zum neuen Vlog. Ich bin hier heute in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt, und zwar in einem ganz besonderen Ort oder Viertel. Laut Google wird das Ganze hier Little Tokyo genannt. Und zwar zwischen dem Hauptbahnhof und der Innenstadt an der Immermannstraße entlang haben sich ca. über 8000 Japaner hier angesiedelt. Die wurden wunderbar akzeptiert und dementsprechend haben die sich auch wunderbar integriert, so dass sich andere zahlreiche asiatische Läden hier auch mit angesiedelt haben. Wir haben hier natürlich Restaurants jede Menge, wir haben hier Büchereien, Bäckereien, Hotels, die wirklich auch japanisch-asiatisch angehaucht sind. Und ich werde euch hier wirklich heute drei richtig schmackhafte Läden vorstellen. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Wohin geht's zuerst für uns? Wir gehen jetzt ein leckeres Süppchen schlürfen. Dieses, das gehört dazu, zum japanischen Video, japanischen Viertel, so eine Ramensuppe. Ja. Ich bin zwar jetzt nicht der größte Fan davon, aber wir gehen jetzt mal hin. Und das ist Chicken und Wedgie. Das genau. Ist eine halale Variante. Ja. Und wir gehen da jetzt mal hin. Es gibt nämlich den Takumi First hier auf der Immermannstraße, Parallelstraße. Ja. Ja. Aber wir gehen zum Takumi Chicken Wedgie, nämlich genau für alle, die auf Schwein verzichten wollen. Genau. Alles cool? Habt ihr keine Schule? Doch, aber ja, cool. Ein Bild. Ja? Wir machen wir alles. Erstmal Salam Aleikum. Verbockt euer Leben nicht, Jungs. Ich sehe schon, du hast mehr so die Side-Dishes ins Auge gefasst, ne? Ja, du weißt, ich liebe sowas. Diese eingelegte China-Kohl. Ja, der ist super geil. Eingelegtes Gemüse und den muss ich auf jeden Fall haben. Der ist super. Ich muss aber sagen, das frittierte Hähnchen, da kann Kentucky Fried Chicken sich echt eine Scheibe von abschneiden. Was ist denn mit Ramen jetzt? Deswegen sind wir doch hier. Also guck mal, es gibt, die sind auch immer nur limitiert. Es gibt davon nicht so viel. Gibt es diese Paitan-Ramen. Mhm. Die gibt es einmal in scharf und einmal in mild. Und das ist wirklich mein absoluter Favorite. Welcher? Diese Paitan. Der spricht mich aber auch an, ehrlich gesagt. Welches? Yuzo Shio-Ramen. Ja, Shio-Ramen mit frischer Jujutsu und der Zitrone. Dann nimm du das und du probierst mal bei mir. Ich ja, nehme dann Paitan-Ramen. So, da steht nun unsere Vorspeise. Also diese Karage duftet richtig krass in meiner Nase. Also es lässt gerade den Speichel in meinem Mund richtig krass laufen. Hast du gefrühstückt? Ja. Ja? Ja, Manaish heute Morgen. Ah, es hat ja in Görlitz neue Manaish-Laden aufgemacht, da war ich heute Morgen da. Kimchi, der lacht mich richtig an. Ich liebe eingelegtes Gemüse und das will ich jetzt bevorzugen vor Hühnchen. Da freuen sich jetzt meine Wedgie-Lover, meine Wedgie-Zuschauer. Da war eine Chili, das wird scharf sein. Ist geil. Ja? Mhm. Ich kann nicht so gut mit Stäbchen essen. Und auf jeden Fall nicht mit links. Nee, nicht mit links, mit rechts geht's. Mhm. Ja, ist geil, ne? Mhm. So, jetzt kommen wir zu den Korega Taps, ne? Karega. Kara AG, sagte sie gerade. Frittiertes Hühnchen, lieben wir. Mayo, lieben wir. Ahla Sala, Büffelhüfte, feiert Geburtstag. Bismillah. Die können was, oder? Ich hab gedacht, ich beiß jetzt erstmal voll auf Panade drauf. Aber das ist ein richtiger Fleischball. Der ist so saftig. Das wollte ich hören. Der ist so saftig und du reinbeißt so die ganze Flüssigkeit in so. Boah. Ja. Weißt du, boah. Die sind sehr gut, die Korega. Ah, Karage. Der ist saftig, crunchy. Mhm. Aber auch nicht jetzt. Der ist nicht voll mit Panade, ne? Nein, nein. Das täuscht. Ja, also, ja. Du siehst, du denkst, du hast jetzt ordentlich Panade, aber ist nicht. Ich liebe die Dinger, ja. Ich esse die einfach mit den Händen. Guter Laden. Also erster Gang hat schon mal überzeugt, oder was? Erster Gang hat überzeugt. Mhm. Die sind auch Fortuna Düsseldorf-Partner, ne? Ja. Steht auf dem T-Shirt auf jeden Fall drauf. Ja, ich glaube, Takumi ist wirklich eine Institution. Der erste in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa, war hier in Düsseldorf. Takumi First. Mhm. Mittlerweile gibt es mehrere in Düsseldorf und es gibt sogar einen auch vom gleichen Chef in Amsterdam. Ach, das ist eine Kette? Das ist nicht wirklich eine Kette. Das ist wirklich eine große Familie. Du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, ich möchte Franchise machen, sondern
Ja, das ist so ein Community-Ding. Ich weiß es nicht. Es gibt ein paar. Interessant. Mhm. Ich komme echt nicht drauf klar, wie crunchy und saftig frittiertes Chicken sein kann. Wirklich. Crunchy, oh, wisst du mal, gibt es viele Hähnchen, was aber crunchy ist. Aber dann noch so saftig. Aber dann noch so saftig, das ist die Kunst. Der nimmt nur eine besondere Ecke von der Hähnchenbrust, glaube ich, oder? Ja, irgendwas, wo auch ein bisschen Fett mit dran ist. Oh, mhm. Da kommt schon unser Rahmen. Das für mich? Das für meinen Freund. Danke sehr. Das ist Yuzu Shio Chicken. Ja, thank you. Thank you. Danke. Thank you, thank you. Ei, 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 ei. Hello, everybody. Ich hab den Trick raus von dir. Wie denn? Mit dem Chicken jetzt, oder was? Die lassen die Haut mit dran. Ja. Safe. Das ist das. Aber jetzt erstmal zur Suppe. Na komm, mir macht ihr keinen vor, ich hol euch alle raus. Ja, da wo Feinschmecker. Wir dürfen zwar nicht in die Küche, ne, aber ja, der Gaumen regelt das. Das probieren wir mal, ne? Also, du hast eine klare Suppe, dich für eine klare Suppe entschieden. Ja. Du hast auch Hähnchenfleisch mit Haut drin, du hast Kohl, du hast Rahmen. Wie heißt nochmal diese Algen da? Ich hab's vergessen. Shio oder Shoi? Ich weiß es nicht. Ich meine Shoi. Also richtige Japanisch-Anfänger, ne? Ja, Mann, voilà, richtige Super Mario sind wir gerade. Ihr könnt es auf jeden Fall in die Kommentare reinklagen. Ich meine Shoi. Ist fast wie wenn Gisela das erste Mal Arabisch essen würde. Ja, auch mal Sabine aus Hamburg, hör auf. Die ist seit neuestem auf TikTok dabei. Bismillah. Oh, komm. Das ist ein geiler Flavor. Das ist richtig frisch. Das kannst du im Sommer wunderbar essen. Aber auch im Winter. Ja. Geile Note. Probier mal die Brühe. Du hast gar kein halbes Ei, ne? Nee. Aber das ist das, was ich dir gesagt habe, die Tage, wo wir darüber geredet haben, über das Video, was wir heute gerade drehen. Habe ich gesagt, Ei in Suppe schaffe ich nicht. Ja, das kommt aber trotzdem unglaublich gut. Das ist ein geiles Aroma. Das ist ein geiles Aroma. Es ist nicht ganz Zitrone, es ist mehr Limette mit einem Hauch so Seegras oder wie heißt das? Algen. Nee, nicht Algen. Zitronenmelisse. So in der Richtung geht das. Sehr lecker. Du musst unbedingt mal meine Suppe probieren. Ich habe nämlich eigentlich so ein bisschen das Gegenteil. Ich habe eine sehr herzhafte Suppe. Und die ist auch nicht klar, sondern die ist cremig. Die gibt's cremig, immer nur. Was von der Basis? Ich habe gehört auf Milchbasis. Milchspeise, das können wir ja gleich rausschmecken. Oh. Oh. Sehr intensiv, oder? Sehr intensiv, schmeckt auch sehr intensiv nach Hühnchen. Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an zu Hause, wenn meine Mutter früher Reis gekocht hat. Da hat sie ein Hühnchen im Wasser gekocht. Dann hat sie dieses Wasser genommen und damit den Reis aufgekocht. Mit dem ganzen Fett und den Aromen. Genau das. Ah, da hat dann schon wieder die Büffelhüfte Lambada. Ich liebe die, aber die ist immer nur begrenzt da. Ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben. Die machen davon immer nur einen Topf und wenn er aus ist, dann. Finde ich aber gut. Ja. Ich habe übrigens wieder Chicken Karae. Karage? Karage? Korega Taps. Ja. Ich muss jetzt essen, Leute. Tut mir leid. Ja, bis gleich. Während ich hier jetzt gerade so löffel und schlürfe, eine Sache fehlt. Was denn? Was würde fehlen jetzt? Du meinst jetzt nicht Brot zum Dippen oder? Nein, hör doch auf. So. Wir haben da ohne Ende Kohlenhydrate in Form ja, von. Ja, aber das ist irgendwie so. Da fehlt, es fehlt Brot. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon oft so Rahmen Brot gegessen. So und dann ich hatte das Bedürfnis bei Rahmen noch nie. Noch nie? Also ich kann keine Linsensuppe ohne ein Stück Fladenbrot essen, aber bei Rahmen hatte ich das noch nie. Ja, also doch, ich habe da gerade richtig Bedürfnis. Oder? Krass. Richtiges Verlangen. Preis war übrigens nicht ganz so günstig. Ich wollte gerade bezahlen. Was schätzt du, was wir bezahlt haben für die zwei Suppen, die Vorspeise und die Getränke? 24, 25 Euro. 44 Euro. Nee, doch, was? doch. Das ist nicht so günstig. Warte. 44 Euro? So eine Rahmensuppe kostet irgendwie, ich weiß, ich habe die Karte jetzt nicht mehr, aber wir sind auf jeden Fall zusammen auf 44 Euro gekommen. 10er Pastrami-Sandwich ist teuer, ne? Ja. Komm, nächstes Jahr. Komm. Aber krass, ne? Hier sind viele Restaurants, vor denen Schlangen sind jetzt. Wir sind viel, ja. Aber das ist auch jetzt Mittagszeit, ne? Wir haben jetzt 1:30 Grad in Düsseldorf. Du siehst, jetzt haben die viele Mittagspause. Da siehst du jetzt hier, guck mal, der Hut steht auch bestimmt. Ich werde ein Süppchen schlürfen, der Shabab. Naja. Im Schlips. Ja, Mittagszeit, was willst du machen?
Supermarkt. Hier sollten wir auf jeden Fall auch reingehen. Ja, mal gucken, was es da so gibt. Gucken, was wir zu Hause mitnehmen können. Ha? Mhm. Ist übrigens mein erstes Mal, dass ich in einen asiatischen Land überhaupt reingehe. Wirklich? Asiatischen Supermarkt. Ja, ich war noch nie in einem asiatischen Supermarkt drin. Der sieht auch krass modern aus. Sonst kennt man immer so kleine Buden, ne? Ich war noch nie in einen drin. Ja, let's go. Komm. Ja, wenn ich das nicht so sehe, würde ich gerne öfter jetzt hier sein. Ne? Das sind alles so Sachen, die würde ich gerne mal ausprobieren. Papaya gibt's hier. Ja. Verschiedene Pilzsorten. Frischer Pfeffer. Ich habe noch nie frischen Pfeffer gesehen, wirklich. Hier hast du frischen Pfeffer. Also soll ich dir sagen, ich würde gerne hier wirklich mal mit so einem japanischen oder asiatischen Koch hinkommen, weißt du? Und der mich so ein bisschen so einführt auch in diese Welt. Weil ich dachte, da bin ich auch raus. Ja, jetzt kommt hier auch an den Punkt, so ich bin raus. So. Was willst du damit machen? Wie willst du das verarbeiten? Da musst du wirklich. Allein die Vielfalt der Pilze hier, das ist krass. Das ist es so. Und ich denke mal, so, die kannst du bestimmt besser einlegen wie frittieren oder. Keine Ahnung. Wir brauchen da einen Pro, dass er uns in diese Welt einführt. Hier, weißt du, wer das machen könnte? Nu. Ah, Duk. Duk. Der ist doch übelst bekannt. Der, Shabab. Ich würde gerne mit dir kochen. Vielleicht zeigst du mir hier diese Welt. Chef Duk oder Koch Duk. Ja, ich würde mich tierisch drüber freuen. Legende ist der. Ja, ja. Hast du diese tausendjährigen Eier oder was? Boah, Trizzy, bist du bereit? Nein. Bist du bereit? Boah, ganz ehrlich? Ja. Let's go, komm. Nee. Ey, wir müssen jetzt eigentlich. Du hast jetzt einmal angefangen. Boah. Aber ey, du auch. Ja, wenn du machst, dann mach ich auch. Ja, natürlich. Ja, safe. Voll den Mut, boah. Ah, komm, Xing Shang Chong, wer als erster macht. Schere, Stein, Papier. Alles klar. Xing Shang Chong. Jalla. Ich fang an. Fuck. Selbst hier gibt's Brati. Und Dirty. Dirty gibt's die auch. Die haben's bis nach Japan geschafft. Wahnsinn. Das ist ein Produkt, was ich mit einem Lachen, aber nee, mit zwei weinenden Augen sehe. Mit zwei weinenden Augen? Mhm. Was denn? Diese Yum-Yums. Gibt's eine gute Auswahl hier, ne? Er ist eine riesige Auswahl, aber weißt du, was ich immer traurig finde? Ich sehe immer wieder mehr und mehr junge Leute, die stehen einfach an der Bushaltestelle und hauen sich die Dinger so trocken rein. Ich verstehe das auch nicht, Mann. Shababs, ey, geht in die Küche, kochen ist das neue Feiern. Auch daraus kann man was Geiles zaubern. Und ja, ich denke, das machen wir. Ja? Guck mal, ich kaufe jetzt hier zwei, drei coole Yum-Yums. Die Leute sollten mir auf jeden Fall auf TikTok folgen, weil da mache ich immer meine Live-Koch-Streams. Und da werde ich das Ganze pimpen. Pimp mal Yum-Yum. Ja, Mann, ihr wisst Bescheid. Wo hast du das tausendjährige Ei gelassen? Das tausendjährige Ei, das Beste kommt zum Schluss. Da müssen die Leute noch ein bisschen dranbleiben und dann bist du da auch rein damit. Oh, nee. Aber jetzt der zweite Laden und das ist ein Laden, da komme ich auch selber privat immer wieder sehr gerne hier hin. Den habe ich auch schon mal vorgestellt auf meinem Channel vor circa 2 Jahren. Dieser Laden ist einfach pure Liebe. Und zwar ist das hier die uigurische Küche, Tengari Tag Uigur. Restaurant Düsseldorf, Oststraße 120. Ich denke, wir werden gerade sehnsüchtig erwartet von der lieben Abla. Was bringt Barakat? Und ja, lass uns reingehen. Ich yeah, freue mich go. Schon. Das wird Genuss pur. Salam alaikum. Wie geht's? Alles gut, Abla? Und dir? Auch danke, alles super. Wie geht's? Gut. Ja? Auch danke, wunderbar. Hallo. Ja. Hallo, ich muss die Linke geben. Wie geht's dir? Gut, danke. Wir haben wieder mal großen Hunger mitgebracht. Oh, super. Und wir wollten deine traumhafte Küche. Ja. Das Restaurant ist leer. Das hört sich gut an. Mittagsgeschäft ist vorbei. Mittagsgeschäft ist jetzt vorbei? Vorbei, ja. Und jetzt kann ich Gas geben? Natürlich. Während du jetzt gerade in der Küche warst, habe ich hier den netten Herrn kennengelernt. Und zwar ist das der Rechtsanwalt Fatih Singal.
Der ist auch durch unser Video hier auf diesen Laden aufmerksam geworden. Normalerweise vertritt der Erdogan, hat er mir gerade wirklich erzählt, ich habe das nachgegoogelt, das stimmt. Und jetzt wird er mich vertreten. Er hat ein, zwei Worte dazu zu sagen. Ja, hallo, ich bin heute tatsächlich aufgrund des Videos von unserem Bruder auf diesen Laden aufmerksam geworden. Und es ist wirklich ein kulinarisches Highlight. Ich kann es nur wärmstens empfehlen. Jeder, der mal irgendwie den Weg nach Düsseldorf gefunden hat, der sollte hier hinkommen in die Oststraße, uigurisch essen. Ich bin ja Türke und es ist eine Art Symbiose zwischen türkischem Essen und asiatischem Essen. Die Nudeln, ja, also ich kenne sie als Udon-Nudeln, aber die heißen jetzt hier anders, die schmecken wunderbar, sind hausgemacht. Wärmstens zu empfehlen ist auch der kalte Rindfleischsalat, der wirklich hervorragend gewürzt ist. Also das, was man üblicherweise nirgendwo bekommt, perfekt eingelegt. Das Fleisch ist dünn geschnitten, total zart, zergeht im Mund. Und was ihr auf jeden Fall auch probieren müsst, sind die Teigtaschen. Egal welche, ob gedämpfte, gedünstete oder gebratene. Die Füllung, das Fleisch innen drin, es schmeckt so wunderbar und mit einer Gewürzmischung versehen. Also ich kann es wirklich nur allen wärmstens empfehlen. Probiert diesen Laden aus. Ihr werdet auf jeden Fall nachbestellen und wollt einen Nachschlag haben. Wir können gehen, oder? Ja. Eins hätte ich noch zu sagen. Ich bin unschuldig. Dafür werde ich sorgen. So. Vielen, vielen lieben Dank für das Statement, für die ehrlichen Worte. Und ja, man braucht gar nichts mehr hinzuzufügen. Der Tristan kann gleich auch noch mal probieren. Ich werde jetzt hier meine Bärlauch-Lack mir richtig schön wegsnacken. Ja. Und ja, ich fühle mich gerade wirklich geschmeichelt. Meine Meinung zu dem Laden kennen die meisten Leute. Ich bin öfters auch hier, wie gesagt, privat. Ich poste das immer wieder auf mein Instagram. Ich habe mich verliebt. In diesem Laden wirklich. Diese Küche sollte man auf jeden Fall in seinem Leben geschmeckt haben. Ja. Ohne Witz. Weil wir kennen alles. Wir kennen alles. Das habe ich auch schon mal, ich wiederhole mich gerade. Wir kennen Pizza, wir kennen Döner. Wir kennen jede Küche eigentlich. Aber das. Weckt ganz neue Sinne in dir. Mhm. Ganz neue Sinne, wirklich ganz neue Sinne weckt das. So. Ich muss das genießen, ich kann das nicht mit Kamera. Pack die Kamera weg. Mach die Kamera weg. Aber komm, soll ich mal nehmen und du kannst sagen, wie es schmeckt? Hast du schon mal probiert? Das ist zart. Ich sag, hast du schon mal probiert? Ja, yeah. Das ist ja ein gleicher Fleisch. Bei mir ist doch mit Bärlauch. Ich liebe es. Du hast Rindfleisch, ich habe Lammfleisch. Ah. Probier mal bitte. Ja, muss ich mal probieren. Dieser frisch geknackte Kumin, der hinterlässt so eine brutale Note. In Verbindung mit dem Lammfleisch, was ja noch ein bisschen fettiger ist auch als Rindfleisch. Also, das ist Liebe. Wirklich, das ist Liebe. Das ist wirklich pure Liebe, Abla. Das bitte, ist übrigens die Abla, das ist die gute Seele des Hauses. Das ist, ihr gehört der Laden und sie betreut und bewirtschaftet. Und wenn man alleine hier schon reinkommt, wirklich, wenn man schon alleine hier in den Laden reinkommt, spürst du so diese Liebe, dieses Herzliche, dieses Warme. Das ist nicht nur für uns, oder? Jeder Gast spürt diese Liebe, oder? Ja, natürlich. Absolut, natürlich. Absolut, ja. Absolut. Alle Gäste sind für mich gleich. Also ja. Wir sitzen auch gerade hier, ne? Und das, wenn du dich so, ich sehe das gerade, ich gucke ja gerade in den Laden so runter. Weißt du, was schön ist so? Du siehst immer so, die Leute probieren, manche sind auch Leute, die sagen so, oh, was ist das, mit was ist das? Dieser Restaurant heißt sehr lecker. Weil die Kunden alle sagen, sehr lecker, sehr lecker. Wir haben übrigens, hier haben wir den Ursprung der Nudel, wie man sieht. Also die Italiener beanspruchen ja eigentlich die Nudel für sich, aber... Die waren schon immer vorher da. Der Marco Polo, Italiener Marco Polo, das ist eine Weltgeschichte. Hat von uns unser Original Spaghetti, Original Pizza der Gürstang, ja, hat nach Italien quasi nach Europa mitgebracht. Ja. Das ist eine Geschichte. Ja. Und es gibt ja auch diese Teigtaschen. Die gibt es eigentlich fast in jeder Kultur gibt es Teigtaschen. Türkischen gibt es Manti, Afghane, bei den Japanern gibt es die Gyoza. Und hier haben wir jetzt gerade. Den Ursprung dieser Teigtaschen bekommen. Genau, wir haben diesen Ursprung dieser Teigtaschen und soeben haben wir auch erfahren, dass die Südkoreaner sogar darüber ein Lied haben, dass die Uiguren das allererste mit Mantu um die Ecke kamen. Erfunden, wirklich? Ja, ja, ich glaube dir. Die Teigtaschen-Mantu hat wirklich Uiguren erfunden. Guck mal, wie juicy. Wow. Die Urteigtasche. Die Urteigtasche. Das ist Lamm und Rind gemixt. Genau.
geschnitten, nicht gehackt, sondern mit der Hand geschnitten. Wow. Man muss dieser Teigtaschenfleisch geschnitten sein. Nicht wow. Hackfleisch. Ich bin gerade geflasht. Ihr hört das raus, so. Jeder packt da Hackfleisch rein. Jeder Mantu oder jede Manti, was ich gegessen habe, ist Hackfleisch drin. Ja. Jetzt kommt dieser Abler hier um die Ecke von der Seite, sagt sie, bei ihrem Mantu wird das Fleisch mit der Hand zerlegt. Wir haben lange nicht diese Foodtouren gemacht, wo wir wirklich an einem Tag so viel essen. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum. Ja, ja, schon lange her. Ich komme auch schon wieder in Schwitzen. Ja. Ja, auf meine Diät-Tage. Woran ich gerade voll denke, nee. Ist richtig Absturz. Wir haben so lecker gegessen jetzt. Die beiden Restaurants waren so lecker gerade. Ne? Ja. Eins haben wir noch vor uns. Aber müssen wir wirklich das Ei gleich zum Schluss noch mal wegsehen? Können wir die rausschneiden? Oh, das habe ich auch schon vergessen. Aber vielleicht schneide ich das raus. Ey. Ich bin die ganze Zeit nur am Nachdenken. Boah, ey, warum? Ich hab nicht mehr dran gedacht. Danke. Boah, danke. Ne. Bibimbap. Südkorea Cuisine. Ja. Ah, hier soll es heiße Rahmen im Steintopf geben. Ja, Rahmen ist das nicht, das ist ein bisschen was anderes. Also kannst du, glaube ich, mit Rahmen gar nicht vergleichen. Nein? Nee. Das ist so ein heißer Steintopf und da ist Reis, Kohl, Fleisch drin. Oder halt vegetarisch, oder nur Gemüse. Gemüse. Ja. Ich bin gespannt. Ohne ein Ei gibt es dazu. Nimmst du das Vegane? Ich nehme das Vegane. Ja, vegan muss ja ohne Ei sein. Ei ist ja ein tierisches Produkt. Ja. Wir haben ja gleich noch ein Ei vor uns. Oh, ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Ey. Ja, wir kommen heute nicht mehr drum rum. Ey. Ah. Wenn wir jetzt bestellen, können wir schnell die 1000-jährige Eier holen und hier probieren. Komm, ich gehe los, ich hol die. Ja, okay, mach. Ich gehe los, du bestellst. Vielleicht sind die ja noch besser geworden im warmen Auto. Ja, ja, die werden jetzt schön warm gemacht. Gib mal Schlüssel, ich gehe die holen. Oh, ich schaff das nicht, ne? Ich habe einen Fehler gemacht. Was hast du gemacht? Während du die geholt hast, habe ich so ein bisschen bei YouTube eingegeben. Ja. 1000-jährige Eier. Ja. Atlassen, Survival Muddin, Gurkensohn. Atlassen hat sich die schon weggesnackt? Die Stimmung im Internet ist eindeutig. Ja, und jetzt? Also, ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, geil. Das heißt, brauchen wir nicht probieren. Boah, ich schaff das nicht, ne? Wir müssen ja. Ja, Herr Veganer. Ja, Herr Bakowski. Meins sieht schon besser aus, gibst du. Dein sieht gut aus, wirklich. Ja. Das Ei ist sehr schön gebraten, wie es aussieht. Duftet gut, das duftet aber auch wunderbar. Komm, Sesam. Ja. Der sticht auch schön heraus, der ist schön geröstet. Du weißt, was du als erstes machen musst? Mixen, ne? Erst kräftig die Suppe. Durchmischen. So ist gut? Ordentlich durchmischen. Alles muss sich mischen, damit die ganzen Komponenten bei jedem bis zur Geltung kommen. Als ich das erste Mal hier war, habe ich einfach so angefangen zu essen und dann kam der Kellner ganz aufgeregt zu mir und meinte, hey, du musst das alles durchmischen. Ja? Ja, ja. Das ist denen auch sehr wichtig. Schon sehr clean, oder? Das wäre was für eine Diät. Sehr, sehr clean. Ja. Wenig Öl. Was soll ich sagen? Schmeckt gut, ist clean. Wenn du mich fragst, wie lange würdest du dafür warten oder wie lange würdest du dafür fahren? Halbe Stunde. Halbe Stunde würdest du dafür fahren? Mhm. Wir haben das heute ganz vergessen. Eigentlich wollten wir das doch einführen, ne? Ja, genau. Da hast du ein paar Mal vergessen. Also holen wir das einfach mal nach. Wie lange würdest du für die Suppe fahren? Oh, für die Suppe? Eine Stunde? Ich würde anderthalb Stunden für die Suppe fahren. Ja, ja. Die war wirklich gut. Ja. Die war sehr gut. Und für Uigurisch, wie lange würdest du dafür fahren? Boah, Uigurisch will ich wirklich. Also weiter in Berlin würde ich bis nach Berlin fahren, um den da zu genießen. Safe. Aber ich sag auch, für Uigurisch würde ich sechs Stunden fahren. Ach, ich würde mich auf den Flieger setzen für den. Werde hier in Europa, ey, ich würde mich auf den Flieger setzen. So bei Pferddöner. Oh, im Flieger setzen, fliegst du rüber, hast einen richtig geilen Döner. Den geilsten Döner, wenn überhaupt. Also, das ist wirklich der geilste Döner, ne, bei Pferd. Das ist nicht in Deutschland, das ist nicht im Flieger und du fliegst nach Wien. Wie kommt's, Mann? Warum machst du das jetzt? Ja, ich Augen zu und durch, ohne viel Quatschen jetzt.
Ach du liebe Güte. Ja, weil umso mehr wir so ziehen, wird nichts, weißt du? Das ist die ganze Zeit im Hinterkopf, ne? Pechschwarz. Seid froh, dass es kein Geruchs-YouTube gibt, ey, wirklich. So schlimm ist das gar nicht. Echt nicht? Hm. Ehrlich nicht. Schmeckt wirklich wie Ei. Warum machen die alle so ein Terz da drum? Das ist nur Show. Ich schwöre nur Show. Krass. Wir können gar nichts. Probier mal. Wallah, probier mal. Schmeckt einfach wie Ei. Sagst du das jetzt nur, damit ich das probiere? Nein, ich schwöre ohne Scheiß. Das ist das Beste. Besser als Rindfleisch. Wie heißt denn dieser Kitchen? Beast. Wie das Beast? Beast. B-E-A-S-T. Beast Kitchen. Beast Kitchen. Beast Kitchen. Das ist er. Ja. Mein Onkel ist ein größer als Sil, aber da auch so. Ja. Ne? Er ist jeden Tag sechs, als er noch im Wachstum war. Ja, ja. Ne? Und dann sechs von solchen Eiern. Echt? Weil bei uns ist das Fleisch ist so teuer. Ne? Ja. Diese fermentierte Eier ist genauso viel Protein da drin. Danke sehr. Vielen schönen Dank. Tag. Ciao, ciao. Ehrlich, die sind nicht so schlimm. Ich scheue sie nicht so schlimm. Die labern alle Mist. Probier mal. Voila, probier mal. Filmt die? Ja, die filmt. Da, komm, Tresier, pell mal dein Ei. Das war auch gerade ziemlich unappetitlich, wo ich das gemacht habe. Aber ich sag dir wirklich, das ist wirklich nur Kopfsache. Das ist wie mit den Hoden. Ohne Witz. Erstmal die Kamera in Position bringen. Das wird so nix. Das wird so nix, mein Junge. Das wird so nix. Guck mal, bei mir reichen zwei Doppelbissen. Siehst du? Ist gar nicht so schlimm. Ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Aber so schlimm ist es nicht. Da würde ich mir jetzt auch nicht sechs Stück von reinziehen. Nee, so wie die Dame gesagt hat, sechs Stück reicht nicht wie der kleine Junge. Aber ich bin ans Eigelb gekommen. Du bist ans Eigelb gekommen. Du bist ans Eigelb gekommen. Aber weißt du, was das ist? Das Schwarze ist nur Tee. Mach mal die Kamera weg. Wie? Ehrlich? Mach mal weg. Mach mal die Kamera weg. So. Der Tristan musste einmal kurz nur seinen Mund lernen. Ja, so. Aber ey, also ich... Gut. War das jetzt so schlimm, wie du das gesehen hast auf deine Videos? Nee, so schlimm war es nicht. Aber es wäre mir schon sehr, sehr schwer gefallen, das komplett runterzuschlucken. Ein bisschen was runtergeschluckt, aber alles habe ich nicht bekommen. Also, gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres, auf jeden Fall. Ja, trotzdem... So. Muss nicht sein. Trotzdem eine Challenge. Frische Eier sind besser. Ja, bitte, wirklich. Ja, ich würd sogar lieber ein rohes Ei essen als das, bin ich ganz ehrlich. Ja, das habe ich früher als Kind immer gemacht. Ja, genau, direkt vom Bauernhof, weißt du, da ja, bist du besser bei dran. Bei mir war es jetzt nicht vom Bauernhof, bei mir war es immer nach Rocky-Filme. Nach Rocky-Filme, wenn der die mal aufgeschlagen hat, bin ich auch zum Kühlschrank gegangen, hab die aufgeschlagen. Dann meine Mutter, ey, du kriegst Magenvergiftung, Salmonell. Quatsch, Mann. Ja, Mann, so war das. Ich muss euch sagen, und auch dir, Ahmed, das schmeckt wirklich traumhaft. Das ist gut. Wir sind jetzt hier durch Little Tokyo. Wir haben drei richtig geile asiatische Läden gecheckt. Die wir auch, also ich kann die wirklich vom Herzen weiterempfehlen an jeden, der dieses Video schaut. 100%. Aber ich finde, das sollte nicht Little Tokyo heißen. Klar, hier, Japan ist hier, also japanische Läden sind hier in der Überzahl. Das sollte wirklich Little Asia heißen. Weil hier wirklich auch verdammt gute andere asiatische Läden sind. Was man ja auch wirklich sieht, ne? Ja. Da bleibt ja nicht aus. Klar, Japaner dominieren, aber andere Asiaten sind auch hier. Und was ich auch noch mal begrüßen würde, und da appelliere ich wieder an alle Politiker, ja, schaut mal, wenn man eine Kultur akzeptiert, dann klappt auch wirklich die Integration. Und mich würde es freuen, wenn man das so, dieses Modellprojekt, was man hier sieht, was fruchtet, auch auf andere Städte überleitet. Wie jetzt zum Beispiel in Berlin, die Sonnenallee, da könnte man hier Little Orient oder 1001 Nacht machen. Hey, hier um die Ecke ist eine sehr marokkanisch geprägte Straße. Ja. Da sind sehr, sehr viele marokkanische Supermärkte, hier Restaurants. Hellerstraße ist das. Hellerstraße, kann sein, ja. Da müssen wir unbedingt hingehen. Das ist eine Idee, da müssen wir unbedingt auf jeden Fall. Aber da redet keiner rüber. Ja, willi, Sahbi, wie geht das denn? Das darf doch nicht sein. Deswegen werden wir auf jeden Fall dieses marokkanische Viertel auch auf jeden Fall jetzt die Tage besuchen. Ich wollte mich schon mal im Voraus bedanken. Lasst uns bitte auf jeden Fall ein Abo da. Weil die Abo-Zahlen sind in letzter Zeit ganz mies gestiegen. Ja. Ne, wirklich ganz mies gestiegen. Sommerloch. Und umso mehr würden wir uns freuen, wenn ihr uns supportet. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Friends. Und bis zum nächsten Mal. Ja.